Hallo allerseits, da bin ich wieder und ich mache ein Tag-Video und zwar von einem Tag, den sich Sophia Beauty Café ausgedacht hat. Den Link zu dem Video werde ich euch unten verlinken und ja, ich wurde getaggt und deshalb habe ich mir jetzt schön brav alle Fragen aufgeschrieben und werde den Fashion Victim Tag jetzt machen. Ja, kommen wir gleich zu Frage 1, weil es sind 10 Fragen insgesamt und ich glaube, ich werde das Video, die Videolänge etwas überziehen. Deshalb, erste Frage, wie sehr achtest du auf Trends? Ich würde sagen, ich achte eigentlich wenig bis gar nicht auf Trends. Ich finde es zwar schön, wenn der momentane Trend meinem Stil entspricht, aber da das meistens nicht der Fall ist, wie momentan ja eher so ein abgefreakter Trend ist, würde ich sagen, weil viel ja eher so abstrakt gehalten wird. Es wird viel mit einfachen Figuren gearbeitet, zum Beispiel Dreiecken und so weiter, besonders im Schmuck eben. Und das ist nicht so mein Fall. Ich bin mehr so klassisch, würde ich sagen. Und ja, deshalb kann ich zwar, gehe ich mit, wenn dieser klassische Trend wieder in ist, was ja auch vor 2 Jahren oder so war das total in. Da war alles so Vintage und so. Und da fand ich es echt schön. Da konnte ich mir auch einige Sachen kaufen. Jetzt hat es ja leider ein bisschen abgenommen. Und es gibt immer weniger Sachen auf dem Markt, die dem entsprechen. Deshalb würde ich sagen, gehe ich nicht mit den Trends, sondern ergreife die Chance, wenn der Trend meinem Stil entspricht. Die zweite Frage ist es dir wichtig, immer top gestylt zu sein? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil bei mir gibt es mal solche Tage und mal solche Tage. Es gibt Tage, an denen ich wirklich total langweilig aussehe, so eine Jeans und ein Schlabberpulli. Und so gehe ich auch in die Uni. Also, aber zum Beispiel Make-up, da ist es wirklich so, dass ich jeden Tag Make-up trage. Ich gehe eigentlich nicht raus ohne Make-up, einfach nur, weil es mir morgens irgendwie Spaß macht. Das gehört so zu meiner Aufwachroutine. Und wenn ich dann morgens da vor meinem Schminktisch sitze und mein Make-up mache, dann, ich weiß nicht, dann beginnt für mich der Tag. Und ja, deshalb ohne Make-up verlasse ich das Haus normalerweise eigentlich nicht. Aber ob ich jetzt so gestylt von fashionmäßig, was ja auch der Tag sein soll, bin eher manchmal. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Es ist vielleicht 50-50, würde ich sagen. Weil manchmal macht es mir auch richtig Spaß, mich aufzustylen und mir neue Outfits auszudenken mit den Sachen, die ich schon im Schrank habe. Und manchmal habe ich auch das Bedürfnis, mich wirklich, wirklich schick zu machen, also so auf Bälle und so. Deshalb, immer wenn ein Ball ist und Freunde von mir oder so hingehen, dann ja, ergreife ich die Chance und gehe auf jeden Fall mit, weil dann weiß ich, dass ich hohe Schuhe anziehen kann und ein schönes Kleid. Und ja, ich bin ein absoluter Fan von so Sachen. ja, aber im Alltag eben halb-halb. Dann die dritte Frage ist, kaufst du bewusst oder intuitiv? Und das ist auch schwer. Ja, also ich würde mich selbst, glaube ich, als intuitive Käuferin bezeichnen, weil ich, wenn ich in einen Laden gehe und etwas sehe und das sofort schön finde, weiß ich, dass ich auf mein Bauchgefühl hören sollte, weil es hat sich jetzt in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon einkaufen gehe, herausgestellt, dass immer mein Bauchgefühl mir das Richtige gesagt hat. Und deshalb kaufe ich die Sache dann auch. Auch wenn sie mal vielleicht ein bisschen teurer ist, weiß ich aber, dass ich auf jeden Fall dieses Kleidungsstück lange tragen werde und viel Spaß dran haben werde. Deshalb kaufe ich auf jeden Fall intuitiv ein und höre auf mein Bauchgefühl. Aber wenn ich einkaufen gehe, also wenn ich wirklich groß einkaufen gehe, dann habe ich meistens schon so einen Plan. Also ich gehe dann, ich weiß, dass ich eine Hose kaufen möchte, aber ich weiß jetzt nicht exakt, okay, der Trend ist momentan rote Hosen oder so. Kaufe ich mir jetzt eine rote Hose? Ich gehe in die Stadt und kaufe mir nur eine rote Hose. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ich weiß, okay, meine Hosen, ich habe jetzt schon länger keine Jeans mehr gekauft. Vielleicht kaufe ich mir eine Jeans. Das war auch letztens so. Da wollte ich mir eigentlich eine Jeans kaufen gehen und bin letztendlich mit einer grünen Hose nach Hause gekommen. Aber ich meine, Hose ist Hose und dann hatte ich was Neues im Schrank und ich bin total glücklich mit ihr. Und ja, also ich würde es auf keinen Fall bereuen, jetzt mir eben die grüne Hose gekauft zu haben, anstatt die Jeans, weil die grüne war einfach so Bauchgefühl. die vierte Frage ist, folgst du dem Mainstream? Und da waren 3 Beispiele angegeben, zum Beispiel Freitag. Freitag, diese Taschen eben, Converse und noch ein Beispiel angegeben, aber ich weiß nicht mehr genau was. Das war, glaube ich, auch noch eine Tasche. Diese Gola-Taschen, glaube ich, waren es. Und nee, Airbag. Airbag war das dritte Beispiel. Ich habe mir nur 2 aufgeschrieben, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, die 3 Beispiele wurden gegeben. Und ich muss sagen, eher Richtung gar nicht. Ich finde das, also ich kann mich noch erinnern, wie auf meiner alten Schule viele Mädchen wirklich so in diesen Klicken dann alle dieselbe Tasche hatten. Nur die eine hatte sie in grün, die andere in rot und die andere, keine Ahnung, in lila.
Und ich muss sagen, das fand ich total langweilig und doof, weil irgendwie sahen die dann aus so wie Fabrikmännchen, die in verschiedenen Farben hergestellt werden. Und ja, die sahen irgendwie alle gleich aus, hatten alle dieselbe Tasche an, alle ungefähr denselben Stil. Und ja, irgendwie konnten sie sich nicht selbst, also konnten sie nicht aus der Gruppe abheben. Und das fand ich wirklich doof. Aber ich muss sagen, ich habe ein paar Converse, weil sie einfach super praktisch sind. Ich habe mehrere Paar Converse, fällt mir gerade ein. Ich habe 3 Paar Converse. Ups. Also ich habe ein paar von den klassischen und dann ein paar von diesen, dem neueren Design, die so eine dünnere Sohle haben, also so eine dünneren Rand haben. Ja, Converse habe ich, weil ich sie schön finde und weil ich finde, dass sie zu allem passen und super alltäglich sind und ja, einfach praktisch. Und da ist irgendwie so, da stört es mich nicht besonders, dass alle das haben. Also ich weiß auch nicht genau, warum eigentlich. Jetzt, wo ich das so selbst vor mir hin sage, muss ich wirklich drüber nachdenken, warum ich mit den Converse einverstanden bin, aber mit diesen komischen Taschen nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, weil es schon seit Jahren ein Must-Have sozusagen ist. Also sogar mein Vater hat schon in Converse, ist der rumgelaufen. Also ja, und meine ersten Converse waren übrigens ein Geschenk. Also, und dann bin ich auf den Geschmack gekommen. Ja, aber allgemein eher nein. Ich folge nicht dem Mainstream. Dann 5. Hast du jemals ein Teil aus deinem Kleiderschrank verbannt, nur weil es out war? Nein. Und zwar, ich habe Kleider aus meinem Kleiderschrank verbannt, wenn sie mir zu klein wurden oder wenn sie zu ausgetragen waren, was sehr selten vorkam, weil ich sogar ausgetragene Sachen, die ich sehr gerne mag, immer noch trage, auch wenn sie so ein Löcher haben und so, dann ist das einfach der Stil von dem Oberteil oder so. ja, aber ich habe Sachen ausgemistet, die mir zum Beispiel geschenkt wurden oder die ich von meiner Mama habe oder so, die sie nicht mehr wollte. Also ich habe aber nichts weggeschmissen, was ich mir wirklich selbst gekauft habe oder was ich selbst mir ausgesucht habe. Ja, deshalb, ich finde, wenn ein Kleidungsstück alt ist oder eben out, spricht es nicht dagegen, es zu erhalten. Erstens, weil der Trend sowieso irgendwann mal wiederkommt, wenn man eben auf Trends achten würde. Und bei mir ist eh so, dass ich ja die Kleidungsstücke nicht nach dem Trend kaufe, sondern ich kaufe sie, wenn sie mir gefallen. Und mein Stil hat sich jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht geändert. Und ich glaube auch nicht, dass er sich ändern wird, weil ich ja nicht mit diesen Trends mitgehe. Und deshalb glaube ich, dass ich einfach die Teile später immer noch mögen werde. Und ja, dann, da sie so eher klassische Dinge sind, ja, denke ich mal, dass sie ewig halten, bis sie eben ausgeleiert sind. Aber selbst, wie gesagt, ich habe einige T-Shirts, die ausgeleiert sind, die ich aber so gern trage, dass ich sie immer noch trage. und dann eben die so trage, als würde ich sie so schon gekauft haben. Dann die nächste Frage. Was würdest du niemals anziehen? Und das ist, glaube ich, eine der schwersten Fragen. Ich glaube, ich würde niemals eine Latzhose anziehen. Es war ja mal so ein Trend mit so der Ganzkörper-Body sozusagen. Also wo das Oberteil und das Unterteil so ein ganzes Teil ist. Also ihr versteht schon, was ich meine. Die mochte ich eigentlich auch nicht so, weil ich finde, es war ein bisschen langweilig, wenn dein ganzes Outfit so auf eine Struktur und eine Farbe basiert. Aber ich meine, ich glaube, theoretisch würde ich das trotzdem anziehen, wenn es mal, vielleicht, wenn der obere Teil andersfarbig ist als der untere oder so. Aber wie gesagt, Latzhosen sind nicht so mein Fall. Ich glaube, ich hatte es früher, als ich wirklich klein war, also so mit 6 oder so, hatte ich, glaube ich, sogar meine Latzhose. Aber ich glaube, ich würde sie jetzt nicht mehr anziehen. Die 7. Frage. Achtest du auf die Klamotten anderer? Ja, ich achte drauf, indem sie mir eben auffallen. Also ich gehe jetzt nicht raus und beurteile wirklich jede Person so, dieses Oberteil ist doof und so. Also ich muss sagen, mir fallen eher die Sachen auf, die mir positiv ins Auge stechen. Zum Beispiel, wenn ich sehe, oh cool, der ganze Stil gefällt mir, und dann gucke ich natürlich das Outfit der Person genauer an und dann entdecke ich, besonders der Schal gefällt mir oder so. In dem Fall achte ich ja schon auf die Klamotten, aber ich achte nicht aktiv auf die Klamotten. Also, ich gehe nicht, wie gesagt, raus und beurteile jetzt den Stil oder die Klamotten anderer. Die 8. Frage ist, magst du Blog- oder Inspirationsseiten wie beispielsweise Lookbook? Ich bin persönlich nicht auf Lookbook. Ich mag aber so Inspirationsseiten, weil ich finde viele schöne Bilder da. Ja, ich gucke sie hauptsächlich wegen so schönen Kleidern, weil ich, wie ich euch ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, ein totaler Fan von Ballkleidern und so bin.
Und dann finde ich eben diese Shootings sehr schön, wo dann auch am besten von einem schönen Hintergrund, von einem schönen Garten oder so ein schönes Kleid vorgestellt wird. Und ja, die finde ich sehr schön anzuschauen und auch eben, um ein bisschen Inspiration zu holen und zu gucken, was es so alles auf dem Markt gibt. Weil ich meine, ich gehe nicht besonders häufig außerhalb der Stadt, außerhalb meiner Stadt einkaufen, bis auf Spanien und Griechenland eben. Und ja, auch dann, man kann ja nicht alles erfassen in den Läden. Und deshalb finde ich so Inspirationsseiten schon ziemlich cool, weil man viele Sachen oder viele Kleinigkeiten, die einem in Läden gar nicht auffallen würden, nochmal auf so einem Foto sieht und dann viel mehr drauf achtet und dadurch vielleicht Sachen entdeckt, die man für sich selbst voll toll findet und die man aber ansonsten niemals entdeckt hätte. Deshalb so Sachen, also so Blogs finde ich schon schön. Ich muss sagen, ich bin aber nicht auf besonders vielen. Ich bin auf Supply, glaube ich. Bin da aber auch nicht mehr regelmäßig. Und ja, deshalb, ich gucke oft bei YouTubern eben Blogs noch durch, die auch manchmal viele Fotos haben oder Tipps. Und ja, aber ansonsten bin ich kaum auf Blogs. Aber ich finde sie eine gute Sache. Die 9. Frage ist, was kannst du an Fashion Victims nicht leiden? Die Frage habe ich schon so ein bisschen in der Frage, folgst du dem Mainstream beantwortet? Also die 4. Frage. Weil ich finde, am schadesten, also ich kann es nicht leiden, also es ist nicht so, dass ich es nicht leiden kann, aber ich finde es schade, dass Fashion Victims eben so alle so gleich aussehen. Also zum Beispiel, um zu diesem Beispiel zu kommen, wo alle Mädchen dieselbe Tasche hatten und denselben Stil. Ich meine, okay, in der Schule verstehe ich es noch irgendwo, man versucht sich selbst zu finden, man versucht sich an der besten Freundin zu inspirieren und dann letztendlich sehen alle gleich aus. Aber ich finde, irgendwann mal muss wirklich der Punkt gekommen sein, wo man sich selbst so seinen eigenen Stil entdeckt. Das kann länger dauern, das kann man auch sofort finden. Aber ja, ich finde es halt schade, dass bis zu diesem Punkt, wenn man wirklich die ganze Zeit Fashion Victim ist und dann unbedingt den neuesten Trend tragen muss und so, dann finde ich es eben schade, dass so viele Menschen dann gleich aussehen und irgendwie nicht ihr eigenes Ding durchziehen können und dadurch so, ja, Charakterstärke beweisen. Was ich halt echt cool finde, ist, wenn Leute so einen ganz anderen Stil haben und dazu stehen und den toll finden und auch über die Jahre, wenn es eben nicht modern ist, den rocken. Also das finde ich echt cool und da sieht man eben, dass diese schon sich selbst gefunden haben und irgendwie, ja, sich selbst so repräsentieren können und damit vollkommen zufrieden sind und nicht eben irgendwas sein wollen, damit die anderen denken, oh, sie ist cool oder sie folgt dem Trend und ist dadurch besser als andere oder was weiß ich. Deshalb, ja, finde ich das ein bisschen schade, wenn Leute Fashion Victims sind. Und zur letzten Frage, würdest du dich selbst als Fashion Victim bezeichnen? Ich würde sagen, nein. Da ich nicht nach dem Trend gehe, also ich denke mir nicht jetzt, oh, jetzt ist Neonfarben in oder so und gehe dann gleich und schmeißen meinen ganzen Kleiderschrank um und kaufe nur noch neonfarbene Sachen. Ich muss sagen, ich habe meinen Stil schon ziemlich lange und ich finde ihn eigentlich ganz gut so und denke mal, deshalb werde ich ihn auch noch ziemlich lange behalten. Und deshalb muss ich eben nicht die verschiedenen Trends mitmachen, um noch so irgendwie für mich selbst zu finden, welcher Trend zu mir passt. Das ist zum Beispiel das Gute an Trends, dass man eben ganz viele Möglichkeiten hat, weil immer wieder ja neue kommen und dann irgendwann mal findet man sich und dann sagt man, oh, der Trend, der passt irgendwie zu mir. Und ja, deshalb, da ich das jetzt nicht mehr so durchmachen muss, glaube ich, dass ich kein Fashion Victim bin und ja, dass ich eben mir immer nur die Teile kaufe, die mir gefallen und eben in manchen Trends mehr kaufe als in anderen, wenn der eben mehr zu mir passt. So, ich glaube, ja, wir sind durch. Das war die letzte Frage und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr das Video von Sophia noch nicht gesehen habt, dann geht auf jeden Fall auf ihre Seite und guckt es euch an. Wenn ihr selbst so einen Fashion Victim Tag drehen wollt, dreht ihn unbedingt. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr irgendwie eine Videoantwort oder so unten postet könntet und ich die mir angucken kann. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.